zurück in der Casa bzw. im Haus hier vom Supertalent Tommy Böhme. Ja, Tommy, wir haben aufgehört bzw. wollten einen Ausblick wagen zur WM. Aber bevor wir jetzt nach Hamburg 2018 kommen, vielleicht nochmal einen kurzen Blick zurück. Ihr habt ja auch Pokal gespielt, seid jetzt angetreten bei einem Zweitligisten, habt relativ tief deutlich gewonnen. Wie motiviert sich eigentlich ein Weltklasse-Spieler wie du jetzt zu so einem Spiel zu fahren? Das meine ich jetzt gar nicht abwertend gegenüber den Ulmern, die auch hervorragende Arbeit machen, aber wie gehst du da in so eine Partie? Sagst du, naja, es ist jetzt Ulm, die hauen wir mal eben weg, oder sagst du, ich nehme Ulm genauso ernst wie jetzt Istanbul? Ja, es ist natürlich so, jeder erwartet natürlich, Landil fährt nach Ulm, die müssen gewinnen und auch die Fans wollen natürlich am liebsten hoch. Ist natürlich dann, sagen wir so, ich glaube, die Ulmer, die haben sich gefreut, gegen uns zu spielen, die Möglichkeit zu haben, gegen uns zu spielen. Und ich meine, ich kenne auch die Ulmer von früher, ich kenne viele Spieler, die da spielen, und das macht natürlich dann auch Spaß. Wenn zum Beispiel mit dem Thorsten, ich verstehe mich mit Thorsten Schmidt gut und den kenne ich auch schon lang. Sowas macht dann halt auch Spaß und ist nicht so, wo man dann sagt, ist nur ein Zweitligist in Anführungsstrichen, jetzt sage ich mal. Es macht Spaß, ganz einfach. Das ist einfach dann, man macht auch auf dem Spielfeld einmal so einen kleinen Spaß, und die sind ja auch da nicht böse, wenn die dann mit 40 verlieren oder so, keine Ahnung. Sondern die wollen daraus lernen und denen macht das auch Spaß, gegen so eine Weltklasse-Mannschaft mal zu spielen. Und ich glaube, die nehmen dann auch viel Positives mit aus dem Spiel. Und es ist ja nicht so, dass wir hinfahren und sagen, jetzt hauen wir die mal richtig schön weg, sondern wir versuchen halt dann auch, dass wir viele Lineups spielen lassen können. Und klar ist dann immer schwierig, so einen Weg zu finden, so zu sagen, okay, man kann ja auch nicht aufhören zu spielen als Erfurt. Du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt wir führen jetzt mit 30 schon, jetzt wollen wir es nicht ganz so deutlich, jetzt hören wir auf. Ja. Das geht nicht. Und man muss das Spiel natürlich 40 Minuten durchziehen. Und dann, ja, wenn es halt dann 100 zu was wird, dann ist halt dann gut, einerseits hört sich natürlich dann auch blöd an, und ich bin jetzt auch kein Freund davon und sage, wir haben jetzt mit 80 gewonnen oder so und fühle mich dann total toll oder so. Aber es ist halt so, man muss halt das Spiel dann trotzdem durchziehen und kann nicht sagen, jetzt wir spielen jetzt irgendwie schlechter oder wir hören damit auf. Ja. Ist halt dann immer auch dann schwierig, so einen Mittelweg zu finden. So wann macht man so einen Gegner lächerlich, sage ich jetzt mal, oder wie. Ja, klar. Ist halt dann auch schwierig, aber ich glaube, so. Wie ist du, das merkst du das eigentlich, sag mal, wenn du jetzt in der Bundesliga spielst oder auch in Ulm oder im Europapokal, dass man sagt jetzt, es gibt spezielle Jobs nur auf dich abgestellt, dass jetzt, was weiß ich, die sich an deinem Stuhl festbeißen, so, ich schalte den Böhme aus, merkst du das dann in so Partien, dass es irgendwie einen Matchplan gibt, um Thomas Böhme aus dem Spiel zu nehmen? Ja, ich glaube, es ist schon. Also ich weiß ja von uns, dass es natürlich der Trainer macht so seinen Plan und sagt, hier auf den jumpen wir oder den machen wir so. Ich glaube schon, dass sich da auch viele Mannschaften dann auf mich einstellen und mich auch jumpen oder. Also man merkt das dann schon relativ schnell im Spiel, wie der Gegner mit einem umgeht oder ob er erstmal guckt, ob du dich erstmal vielleicht einen Wurf nehmen lässt oder so. Merkt man schon relativ schnell, ja. Gibt es da noch irgendwie so eine Gegenstrategie, ohne jetzt zu viel Preis zu geben? Ja, man kann natürlich dann sein Spiel schon ein bisschen da anpassen oder ein bisschen anders dann spielen, aber. Wie siehst du generell den Rollstuhl-Basketball? Also du bist ja ein großes Vorbild für viele junge Spieler. Wie siehst du die nachfolgende Generation? Tut sich da einiges? Bist du hoffnungsfroh? Ja, also ich sehe schon, dass wir, glaube ich, auch jetzt gute Arbeit leisten im Nachwuchsbereich. Haben wir da eine U22 auch. Ja. Mit Peter Richards haben wir da einen sehr guten Trainer, der mich auch jahrelang ja begleitet hat. Und ja, der ist auch überall, ne? Aber der ist auch so eine Koryphäe. Was macht Peter Richards so einzigartig? Ah, er kann einfach mit jungen Spielern. Das ist. Ja. Also was genau kann ich nicht beschreiben. Er kann einfach mit den jungen Spielern gut umgehen und kann die formen und hat natürlich auch ein riesen Basketballwissen, was er weitergeben kann. Und ja, der hat mich auch sehr, sehr geprägt in meiner Zeit bei den Junioren. Und ich glaube, damit haben wir einen guten Trainer, der da die Grundlagen schaffen kann. Haben auch jetzt im Nachwuchsbereich dann mit Benny Rücklin, der Co-Trainer macht, haben wir auch einen jungen Mann, Martin Kluck, auch einen guten Mann. Ich glaube, da haben wir gute Trainer an der Hand, die Jungen dann auch da hinführen können. Und man sieht es jetzt mit Matthias Gündner bei Wiesbaden, haben wir einen
anderen Jungen, 4,5er, der... Ja, der war richtig gut. Also muss ich auch mal sagen. Ja, ne? Also, der nachkommt. Ja. Also wir haben da schon mit, bei uns mit Nico und Chris, ja, haben wir zwei Spieler, die auch noch sehr jung sind und aber schon... Merkst du, dass du auch schon so ein bisschen Vorbild bist für die manchmal, dass sie sagen, so, dass die zu dir aufblicken? Also ohne dich jetzt auf den Podest zu heben, aber ja, dass sie sagen, hey, da wo der Böhme hin ist, da will ich auch. Aber du bist ja dann auch Vorbild, ne? Dass sie dann sehen, man muss halt viel investieren. Also ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich auch jetzt, wenn ich dann irgendwie im Training oder im Spiel dann mal was sage, das wird dann schon... Ich merke schon so die Entwicklung. Ja. So am Anfang war ich noch so der Kleine und der hat zwar Talent und ist schon ganz gut. Und jetzt so habe ich es auch, glaube ich, über die Jahre auch bewiesen. Und jetzt ist schon so mehr so, dass die Leute dann auch mal dann darauf hören, was ich sage. Und auch, glaube ich, die Jüngeren auch, ja, dass ich schon so Vorbild bin. Ja. Okay, dann gucken wir mal, wo der Weg hinführt. Ja, ein großes Ziel bzw. großes Ereignis ist natürlich die Weltmeisterschaft in Hamburg. Du hast vorhin gerade erzählt, dass ich würde sagen, aber schon ein bisschen ernüchternd war, sagen wir, die Paralympics natürlich in Rio und auch die letzten großen Turniere, Europameisterschaft, gut, die war okay, sagen wir mal, ein Booster. Aber ist mal Zeit für einen Titel, oder? Ja. Oder also, zumindest mal eine Medaille. Ja, eine Medaille auf jeden Fall. Es war ja, gut, du hast gesagt, angesprochen Rio. War enttäuschend für uns. Wir waren, glaube ich, alle sehr enttäuscht. Wir haben uns ein bisschen mehr erhofft, mehr ausgerechnet. Ja, aber gut, abgehakt. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nach vorne schauen und das Beste dann draus machen und davon auch lernen. Mhm. Und ja, ich glaube, jetzt dann nächstes Jahr Teneriffa, die EM. Ist, glaube ich, ganz gut für uns, dass wir uns nicht für die WM qualifizieren müssen, sondern dass wir schon gesetzt sind. Ich glaube, da können wir auch ein paar junge Spieler mit einbauen, die dann auch da schon was lernen können und ja, uns da einfach auch weiterentwickeln bei der EM. Dann ja, man hat ja auch gesagt, ich habe ja auch das ein oder andere Gespräch dann geführt nach Rio, Passivan oder auch Nick Zeldinger hat gesagt, die Qualität des Kaders ist einfach da, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten noch nie so eine starke Nationalmannschaft mit so guten Spielern. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich kann es nicht sagen, wir haben wirklich nicht das Potenzial abgerufen, was wir eigentlich wirklich alle entstanden sind, leisten zu können. Man hat es ja gesehen in der Vorbereitung, was wir da für Basketball teilweise gespielt haben. War irgendwie in Rio nicht ganz so da. Gut, der Start war unglücklich gegen Iran, dann schwer reingekommen, dann gegen starke Amerikaner gespielt, die wirklich da in Rio wirklich ein fantastisches Turnier gespielt haben, starke Defense gespielt, die waren fahrerisch, sind die sehr stark, sind sehr athletisch. Da war es einfach schwierig, gegen die zu gewinnen. Also da hat keiner da wirklich eine Chance gehabt. Ja. Ja. Dann gegen die Engländer, auch eine gute Mannschaft, die haben auch an dem Tag wirklich top Basketball gespielt. Und dann hast du da drei Niederlagen und denkst, ja, bist mit ganz anderen Erwartungen hingefahren, hast vielleicht dreimal verloren. Scheiße, dann stehst du da und gewinnst dann gegen Brasilien vor vollem Haus. Das natürlich, aber hat uns ein bisschen dann Motivation wieder gegeben und hat uns dann läuft so blöd gegen die Spanier. Ja, dann seid ihr ja jetzt motiviert, was die EM betrifft. Was muss passieren jetzt? Oder seid ihr motiviert genug? Ich denke, wir sind motiviert. Wir wollen natürlich dann wieder. Wir haben das Jahr davor bei der EM haben wir knapp gegen Spanien gewonnen. Jetzt haben wir in Rio knapp gegen Spanien verloren. Ich glaube, jetzt wollen wir natürlich wieder, wenn wir auf die treffen, wollen wir wieder Revanche nehmen und wollen die Spanier wieder schlagen, was die Spanier sehr gutes Team wird, auch nicht einfach. Aber ich glaube, wir sind alle motiviert. Wir wollen alle, wollen wir zeigen, dass wir, was wir können und dass wir was können. Und ja, dass das einfach so, wie wir es machen, dass das der richtige Weg ist, auch jetzt mit der Vertragsverlängerung von Nick. Meiner Meinung nach der richtige Trainer, der uns dahin führen kann. Und ja, das wollen wir einfach beweisen jetzt nächstes Jahr. Ja, dann wir werden das natürlich alles kritisch verfolgen. Ja, lass uns nochmal kommen zum RSV Dardil. Du hast ja vorhin so das ein oder andere schmutzige Geheimnis von Alex Halowski. Wer wird dir hoffentlich noch am Hallo sagen? Die kommen. Gibt es vielleicht noch so ein, zwei Marotten, die du uns verraten kannst über Spieler des RSV Dardil? Ohne jetzt natürlich hier irgendjemanden bloßstellen zu wollen. Ja. Ich denke, über Dirk Köhler kann man sagen, der ist
jetzt 49, aber ist trotzdem irgendwie noch Kind geblieben. Das ist halt immer so ganz lustig. Der ist immer noch total begeistert von allem Möglichen. Der hat die neueste Technik immer und also das ist schon, der ist da schon so wirklich Kind. Und das ist halt auch, ist einfach das Schöne. Er hat noch Spaß am Basketball und ist so wirklich noch so ein bisschen Kind geblieben. Sehr schön. Gibt es noch irgendwas aus der Nationalmannschaft so? Ohne jetzt natürlich. Ohne. ich muss mal kurz so ein bisschen überlegen, aber jeder hat so seine Sachen und ist. Dann hast du vielleicht noch einen Tipp, sag mal, für die ganzen jungen Spieler oder Spielerinnen, die zugucken. Was muss man tun, um der zweite Tommy Böhme zu werden, beziehungsweise um es wirklich in die Weltspitze zu schaffen? Ja, wie gesagt, viel arbeiten, viel trainieren. Mein Talent ist nicht alles. Ja. Es hilft einem zwar, aber ich glaube, man darf das Training dann trotzdem nicht vernachlässigen und sagen, ich hab viel Talent und das kommt dann einfach so, aber das ist nicht so. Also man muss wirklich viel dafür tun, auch viel dafür auch mal zurücknehmen, sage ich mal jetzt, wie gesagt, so mal auch irgendwelche Feiern oder Familienfeste oder so. Es ist halt dann einfach so, aber man merkt am Ende, man merkt, wofür man es gemacht hat. Mhm. Wenn man zum Beispiel jetzt in Rio ist und ins Stadion einläuft, das zahlt alles zurück. Also dann weiß man, wofür man das alles wirklich getan hat und das ist dann am Ende gar nicht mehr dann so schlimm. Sehr gut. Ja, liebe junge Zuschauer, ihr habt es gehört, wenn ihr mal ins Olympiastadion einlaufen wollt, müsst ihr hart arbeiten, viel dafür tun, um das Level eines Tommy Böhme zu erreichen. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere mitgenommen aus dem Gespräch mit Tommy. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch offen mit uns gesprochen hast. Ich hoffe, euch zu Hause hat es ein bisschen gefallen. Ihr seht, strengt euch an, ihr werdet Millionär und wie Herr Böhme hier im schönen Nahnau in einer Riesenvilla. Habt eine gute Zeit. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.